Und nun am Wort Johannes Schmuckenschlager, er ist der Umweltsprecher der ÖVP. Mag legitim und richtig sein, aber ich glaube, es ist ein bisschen kleinlich. Und Sie sollten sich Ihre Vorgängerpartei auch ein bisschen genauer betrachten, denn dieser moralisierende, erhobene Zeigefinger jedes Mal, das brauchen die Leute nicht, diese Beschulmeisterungen. Ich glaube, denn es geht um die Wahrheit und letztendlich geht es auch um die Frage, wie ernsthaft man hier diese Themen wirklich vertritt. Und wenn wir in dieser Aufzählung der Verfehlungen sind, dann könnten wir ja auch bemängeln, dass Sie gestern bei der ach so dringlichen Anfrage, die Sie in diesem Haus gestellt haben, bei Ihrer eigenen Rede nicht einmal hier herinnen anwesend waren. Aber ich möchte kurz darauf eingehen und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit und es ist auch gut, dass in diesem Ressort Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Energie gemeinsam in einem Block gearbeitet wird, dass wir hier das auch im Budget gemeinsam abarbeiten können. Und die Kollegin der NEOS hat vorher auf die Fördergelder hingewiesen der Landwirtschaft. Also ich glaube, da liegt ein grundsätzlicher, irgendwo meines Erachtens ein Fehler im Denkaufbau dieser Kulissen vor bei Ihnen, wenn Sie glauben, der Output der Fördergelder ist die reine Produktivität der Landwirtschaft. Das ist leider Gottes nicht so, denn letztendlich sprechen wir hier von Ausgleichszahlungen. Zahlungen, die notwendig sind, wo österreichische Landwirte nicht mehr die vollen Leistungen und letztendlich Preise über die Produkte erreichen können in einem internationalen Marktumfeld, aber vor allem auch Ausgleiche für Mehrleistungen, die hier erbracht werden. Und darum sind wir gleich im Energiebereich. Es ist die Mehrleistung, dass wir mit jedem österreichischen Lebensmittel letztendlich eine umfangreiche Natur- und Tourismusschutz gewährleisten können. Der österreichische Tourismus braucht die Eintrittskarte einer intakten Umwelt und die wird nun einmal von der Land- und Forstwirtschaft gepflegt. Wir haben eine hervorragende Wasserqualität, auch das ein wichtiger Faktor. Auch der geht nur mit einer intakten Landwirtschaft und da ist es gar nicht der direkte Einfluss, sondern oft ist es die Forstwirtschaft, die durch ihre großen Waldungen, eine aktive Wiesenbewirtschaftung, die hier auch Rückhalteffekt hat. Und wir haben in Graz gesehen, was es bedeutet, wenn wir nicht mehr entsprechende Flächen bewirtschaften, wie schnell sich dann Wassermassen aus Starkregenereignissen letztendlich ergießen können. Und nicht zuletzt haben wir mit dem Wald in Österreich einen der größten Energielieferanten im Bereich der biogenen Möglichkeiten, die wir auch im Rahmen der Energiestrategie und Klimastrategie für Österreich nutzen können. Denn wir werden das nicht schaffen ohne Land- und Forstwirtschaft. Und wir wollen ja eine Klima- und Energiestrategie vorlegen und einen Budgetpfad, der ohne Belastung für die Bürger geht, so wie der gesamte Budgetpfad dieser Regierung sich letztendlich darstellt, wo wir nicht mit Bestrafungssteuern arbeiten, sondern mit Ermöglichungen. Wir haben die 10 Leuchttürme auch immer wieder dargestellt, will sie kurz nochmal darstellen. Green Finance, 100.000 Dächerprogramm bei der Photovoltaik, die thermische Sanierung, erneuerbare Wärme, Elektromobilitätsoffensive und all diese Möglichkeiten finden sich auch in diesem Budget wieder. Die Konsolidierung dieses Budgets ist letztendlich den Umweltanliegen geschuldet. Wir müssen den Schutz vor Naturkatastrophen verbessern. Und ich glaube, wir sollten Klimaschutz nicht als Bestrafung wahrnehmen, sondern als eine Chance. Wir können damit Arbeitsplätze in Österreich generieren und ein sauberes Klima schaffen. Dieser Zukunftsauftrag hat die Bundesregierung angenommen und er spiegelt sich auch im Budget des Ressorts der Ministerin Köstinger wieder. Eine intakte Umwelt sei eine Eintrittskarte für den Tourismus, betont Johannes Schmuckenschlager. Er ist Umweltsprecher bei der Volkspartei.